Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Atletico Madrid gegen Sporting. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch. Also das kann hochklassig werden. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Marcus Edwards. Da haben wir die Startformation von Atletico Madrid. Im Tor steht Jan Oblak. Mario Hermoso spielt neben José María Jiménez in der Abwehr. Rodrigo de Paul steht mit Thomas Lemar im Zentrum. Und Antoine Griezmann spielt im Sturm gemeinsam mit Alvaro Morata. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt kommt der Schuss. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Das ist die Chance. Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Morata. Griezmann. De Paul. Ist es das? Gut gehalten. Macht sich lang. Die kurze Variante. Lemar. Vielleicht der Ausgleich. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Gute Aktion jetzt. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefangen. Morata. Atletico Madrid ist hier im Augenblick die spielbestimmende Mannschaft. Also zumindest, wenn wir uns den Ballbesitz anschauen. Und sie kommen ja durchaus... Das macht er gut. So, Tor für Atletico Madrid. Sie sind wieder drin in diesem Spiel. Ausgleich. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Francisco Trinzao. Morata. Mit dem Ball Lemar. Jetzt versuchen sie es hier, Atletico Madrid. Jetzt ist er durch. Adan hält diesen Ball. Da wären sie hier fast in Führung gegangen, aber wir haben es gesehen. Da ist er da. Er hält den Ball. Unfassbar. Sie kommen, Angriff läuft. Vielleicht nutzen sie diesen Schwung jetzt auch in der Offensive. Wird das die Führung? Tor. Und damit sind sie hier wieder vorne. Ja. 2:1, hier ist noch alles drin. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Und gucke. Jiménez.
Pause. Die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Aber jetzt legen wir erstmal eine kurze Pause ein. Knapper Rückstand zu Beginn dieses zweiten Spielabschnitts für Atletico. Mal sehen, ob sie jetzt nach der Pause noch aufdrehen können. Griezmann. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Da können sie kontern. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Nee, da waren sie nicht schnell genug. Konter ist erstmal zu gefährliche Szene. Parade von Oblak. Was für ein Teufelskerl. Atletico mit dem Wechsel. Jetzt der Eckball. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Und jetzt ist diese Szene beendet. Correa. Da ist Correa. De Paul mit dem Ball. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles. Sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Jetzt lassen sie sich hier erstmal wieder kommen. Geht da voll in diesen Zweikampf. Da wäre Platz für den Konter. Angel Correa. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Angel Correa. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Der Angriff könnte was werden. Ist es das? Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Wechsel bei Atletico. Ecke kommt ins Zentrum. Ja, war wichtig, dass er da zur Stelle ist. Entscheidung liegt hier in der Luft bei dieser späten Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Da passt er auf, Ball geklärt. Gonzalo Inacio. Marcus Edwards. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. 6 Minuten haben wir hier noch. Setzt sich da schön durch. Jetzt ist Platz für den Konter. Das macht er gut. Ein fantastischer Treffer. Da kommt der Schlusspfiff in diesem Spiel. Es ist also eine Niederlage für Atletico Madrid geworden. Klare Niederlage also am Ende. Das war zu wenig. Das müssen wir so deutlich sagen. Da hat eine Menge gefehlt.
gerade was die Abwehr angeht, was die Konsequenz im Defensivverhalten angeht. Da waren sie nachlässig, da waren sie halbherzig und dann kommt eben am Ende dieses Ergebnis raus. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute.